Hi ihr Lieben, heute gibt es nochmal ein Video zum Thema Depression und ich bin ja schon beim letzten Video Ursache der Depression näher darauf eingegangen, was zu einer depressiven Persönlichkeit führen kann. Wenn du das Video noch nicht angeschaut hast, dann schau es dir doch nochmal an. Es geht in diesem Video darum, dass ein Kind in einer Familie sich problem- und nahtlos ins familiäre System einfügen muss. Und es geht darum, dass diese Kinder in einer permanenten Überforderungssituation sich befinden. Das heißt, sie müssen schauen, dass das Boot mit ihnen zusammen nicht untergeht. Diese Kinder tragen unheimlich schwer in diesen Familien, wo sie einfach funktionieren müssen, wo sie merken, dass ihre Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind. Und ich bin auch auf das Thema eingegangen, dass der emotionale Notstand des Kindes über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg anhalten muss, dass sich eine depressive Persönlichkeit respektive ein depressives Grundmuster herausbilden kann. Und heute möchte ich gerne euch erklären, das sind meine neuesten Erkenntnisse aus dem letzten Buch von Josef Giger. Ich habe euch das verlinkt im letzten Video, wo es darum geht, was für Formen von Depression das es gibt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das depressive Grundmuster, das im späteren Jugend- oder auch im Erwachsenenalter aktiv ist, dass sich das in der Kindheit herausbildet. Das sind Kinder, die Verantwortung übernehmen müssen in der Familie, wo sie nicht die nötigen Ressourcen dafür haben, wo sie in einer permanenten Überforderungssituation sind, weil sie einfach mit dieser Last gar nicht umgehen können. Das heißt, das depressive Grundmuster bildet sich in der Kindheit heraus. Und was ich sehr eindrücklich fand, ist, dass der Josef Giger gesagt hat, wenn sich dieses depressive Grundmuster nicht in der Kindheit herausbilden würde, kannst du im Erwachsenenalter gar keine Depression kriegen. Und unsere Gesellschaft spielt ja immer damit, dass sie sagt, Depression kann jeden treffen. Aber er sagt, das ist eben nicht so. Weil du kannst nur eine Depression im Erwachsenenalter entwickeln, wenn du eben in einer Überforderungssituation in deiner Familie, in deiner Herkunftsfamilie ausgesetzt warst, wo sich dann diese Verhaltensmuster, also diese depressive Grundmuster herauskristallisiert oder gebildet hat. Und es ist so, dass diese Kinder ja in einem Funktionsmodus sind. Das heißt, sie versuchen irgendwie möglichst unauffällig zu sein. Sie versuchen für ihre Eltern da zu sein und sie tragen eine Last, die sie schlussendlich nicht tragen können. Und in der Kindheit hilft ihnen dieses Muster, dass sie die Möglichkeit für eine Handlungsoption haben. Das heißt, indem sie sich anpassen, indem sie sich möglichst unauffällig in der Familie verhalten, indem sie ihre Probleme mit sich selber ausmachen, indem sie ihre Eltern nicht mit ihren eigenen Problemen und Bedürfnissen konfrontieren, sondern alles mit sich selber ausmachen, haben sie das Gefühl, etwas dazu beitragen zu können. Und das nennt sich dann eben das depressive Grundmuster. Und dieses Grundmuster prägt sich dann im Jugendalter oder auch im Erwachsenenalter immer mehr ein. Also das ist wirklich ein Muster, das sich immer mehr vertieft. Und die erwachsenen depressiven Menschen sind dann so in ihrem späteren Leben, dass sie funktionieren, dass sie nicht gelernt haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, dass sie im Außen immer sich stark geben, immer sich präsentieren, als hätten sie keine Probleme. Und das ist aufgrund dessen, dass sich dieses Muster in der Kindheit eben eingespielt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, die verschiedenen Arten von Depressionen. Und zwar redet der Josef Giger von einer Latenzdepression. Das heißt, das ist die Depression, die eigentlich immer im Untergrund vorhanden ist, unabhängig davon, wie sich der Mensch im Außen zeigt. Und wir haben die manifeste Depression, also die sichtbare Depression.
Und es ist so, dass aufgrund der Herausbildung dieses depressiven Grundmusters in der Kindheit bei diesen Menschen eine Latenzdepression besteht. Das heißt, die ist im Außen nicht sichtbar. Und der depressive Mensch tut auch alles, dass man nicht sieht, dass es ihm in irgendeiner Form nicht gut geht. Und in einer Latenzdepression ist es so, dass der depressive Mensch im Außen relativ gut funktionieren kann. Und da weiß ich wirklich, von was ich spreche, weil ich 15 Jahre lang zumindest im beruflichen Kontext funktionieren konnte. Und es ist so, dass wenn der depressive Mensch dieses depressive Grundmuster weiterlebt im Erwachsenenalter, das heißt, nicht auf seine Grenzen achten, immer über seine psychischen und physischen Grenzen hinausgehen. Es gibt kein Ich bin gut genug, sondern es gibt nur das Streben nach Perfektion. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das unfassbar viel Kraft kostet. Im Außen immer dieses Mir geht's gut, ich habe alles im Griff. Und dass es für einen Mensch unmöglich ist, dass man die Probleme, die man hat, nur mit sich selber ausmachen kann. Wir brauchen Kontakte, wir brauchen Menschen, wo wir uns auch verletzlich und schwach zeigen können. Und der depressive Mensch hat das nie gelernt. Er musste in seiner Kindheit funktionieren. Er musste in seiner Kindheit stark sein. Es gab kein Sorgenabladen bei seinen Eltern, sondern er musste irgendwie schauen, dass er da alleine durchkommt. Und was das für eine Überforderung ist als Kind, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, ja? Also, die Latenzdepression ist die Depression, die immer im Untergrund schwelt. Es gibt Menschen, die bleiben ihr Leben lang in der Latenzdepression. Das heißt, sie haben immer ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Sie können keine Grenzen setzen. Sie funktionieren. Sie können ihre Probleme niemandem mitteilen, weil sie einfach gelernt haben, in der Kindheit alles alleine zu tragen. Und es gibt aber Menschen, und das ist ja mir auch mehrmals passiert, die irgendwann durch dieses permanente Funktionieren, durch diese ständige Überforderung von sich selbst, irgendwann in eine manifeste Depression, also in eine sichtbare Depression fällt. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo die Depression auch für die Mitmenschen im Außen sichtbar wird. Und es ist eine Depression, wo der depressive Mensch nicht mehr kämpfen kann, wo alles zusammenbricht, weil er so lange und so oft über seine eigenen Grenzen gegangen ist, weil er nie gelernt hat, auf sich zu achten, auch mal Nein zu sagen, weil er nie gelernt hat, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, weil er nie gelernt hat, seine Bedürfnisse anbringen zu dürfen und dass diese Bedürfnisse auch wahrgenommen werden und akzeptiert werden und dass einem geholfen wird dabei. Und die Manifestdepression ist eigentlich der Zustand, wo nichts mehr geht. Das ist der Zustand, wo oft einfach auch ein Klinikeintritt unumgänglich ist, weil einfach alles zusammenbricht. Und schlussendlich ist die Manifestdepression wie ein Gnadenschuss, wenn ich das so sagen darf. Es ist wirklich ein Schutzmechanismus vom ganzen Körper-Geist-System, wo einfach auch der Körper sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr funktionieren. Das heißt nochmal zusammenfassend, es gibt Menschen, die ewig also die ihr ganzes Leben in der Latenzdepression verbringen, die im Außen relativ gut funktionieren können, die selbst wenn sie keine psychischen und physischen Ressourcen mehr haben, weitermachen. Und es gibt halt Verläufe von einer Depression, wo die Latenzdepression dann zu einer manifesten Depression, also zu einer sichtbaren Depression wird. Wo im Außen wirklich nicht mehr verheimlicht werden kann, wie schlecht es einem wirklich geht. Und dann gibt es eben noch die dritte Form und das ist die manische Depression. Und da ist der depressive Mensch wirklich in einem Zustand, wo er das Gefühl hat, die Welt liegt mir zu Füßen. Und das ist das, was ich letztes Jahr erlebt habe, wo ich eine berufliche Maßnahme gemacht habe, wo ich an einem Triathlon teilgenommen habe. Ich war frisch verliebt, da bist du ja eh im Zustand der geistigen Verwirrung und es geht dir einfach nur gut.
Und ich habe dann schon letztes Jahr, ich habe ein Praktikum dann gemacht im Rahmen dieser Wiedereingliederungsmaßnahme, wo ich dann nach 3 Monaten gemerkt habe, meine Kräfte lassen schon wieder nach. Und das habe ich dann wirklich 4 Monate noch durchgezogen, obwohl ich eigentlich schon gemerkt habe, da ist nicht mehr viel Kraft, also weder psychisch noch physisch, ist nicht mehr viel Kraft vorhanden, ja. Aber ich wollte das unbedingt durchprügeln und habe das dann bis Ende Januar gemacht. Und im Februar kam so ein Zusammenbruch, dass ich nochmal in die Klinik musste, weil einfach meine psychischen und physischen Ressourcen wieder einmal vollkommen erschöpft waren. Ich habe auch erlebt, dass ich in den letzten 8 Jahren, wo ich berufstätig war, dreimal wirklich in eine manifeste Depression gefallen bin, in eine sichtbare Depression, wo ich wirklich während der Arbeit Angst- und Panikattacken hatte, wo ich geweint habe, wo ich mich nicht mehr kontrollieren konnte und was das für eine tiefe Verzweiflung in mir ausgelöst hat. Ich glaube, das muss ich euch nicht erklären, weil meine Intention war einfach immer weitermachen, funktionieren und im Außen ja nicht zeigen, wie es mir eigentlich innerlich wirklich geht. Und vor allem in einer manischen Phase hat der depressive Mensch dann wirklich das Gefühl, alles kommt jetzt gut und all meine Hoffnungen, dass es mir endlich mal besser geht, werden jetzt erfüllt. Und dann rast man so wieder durch das Leben, ohne irgendwie mal auf die körperlichen oder psychischen Grenzen zu achten. Und das ist das depressive Grundmuster, das eben immer auch im Erwachsenenleben dann abläuft. Also dieses Funktionieren müssen, dieses ja nicht zeigen, wie es mir geht, dieses im Außen, bei mir ist alles in Ordnung. Und dass das irgendwann nicht mehr möglich ist, also ich glaube, das versteht jeder von uns, wenn man nie gelernt hat, auf seine Grenzen zu achten, auf seine körperlichen Bedürfnisse. Und dann kommt halt irgendwann der große Bums und das ist dann in Form von einer manifesten Depression. Aber die Latenzdepression ist im Untergrund immer vorhanden, egal ob du eine manische Phase hast und das Gefühl hast, die Welt liegt mir zu Füßen. Oder eben auch, wo dann die Latenzdepression in einer manifesten Form sich zeigt, in einer sichtbaren Form, wo wirklich nichts mehr geht und wo eigentlich der Endzustand einer Depression erreicht ist, wo Körper und Geist vollkommen streiken, weil einfach wirklich alles erschöpft ist. Und wenn man über Jahrzehnte oder über Jahrzehnte dieses Muster lebt, von Funktionieren, von nicht auf Bedürfnisse achten können, von keine Grenzen setzen können. So wie man das in der Kindheit erlebt hat und dieses eintrainierte depressive Grundmuster dann wirklich wiederkehrend sich immer mehr verfestigt, also dass dann irgendwann nichts mehr geht, das ist ja klar, ja. Und der Ausstieg aus diesem depressiven Grundmuster ist wirklich, dass man lernt, auf die eigenen Grenzen zu achten, dass man lernt, sich selber einen Wert zu geben und dass man lernt, gesunde Grenzen setzen zu können. Und wenn man über Jahrzehnte hinweg, in meinem Fall sind das 30 Jahre, also ich bin jetzt 37, in der Kindheit hat das angefangen, dann braucht das natürlich einen enormen Kraftaufwand, denn auch da wieder rauszukommen und eine Bewusstheit, dass man wirklich etwas ändern muss im Leben. Und ich bin jetzt am dritten Buch von Josef Giger, wo es wirklich darum geht, dieses depressive Muster umzukehren und zu lernen, für sich selber gut zu achten. Und das ist ja das, was man in der Kindheit nicht konnte, nicht gelernt hat und auch nicht durfte, weil man einfach funktionieren musste, weil die Eltern ein solches Kind gebraucht haben, damit das Schiff nicht noch ganz untergeht. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten und werde euch dann informieren, was meine neuesten Erkenntnisse sind. Und bis dahin, schaut, dass es euch gut geht. Achtet auf eure Grenzen. Fangt an, euch selber einen Wert zu geben und hört auf, immer diesem Perfektionswahnsinn nachzurennen. Das Thema Selbstliebe und Selbstachtung ist einfach wirklich so elementar wichtig, auch um aus diesem depressiven Grundmuster aussteigen zu können. Und das braucht viel, viel Training. Und ich nehme euch an die Hand und
lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir diesen Weg beschreitet, weil ich bin noch nicht viel weiter. Aber das Schöne daran ist, und das sagt der Josef Giger auch in seinem Buch, man kann wirklich aus diesem depressiven Grundmuster aussteigen und somit auch aus diesem wiederkehrenden Kreislauf von Latenzdepression funktionieren müssen, manifeste Depression, wo der vollkommene Zusammenbruch kommt, oder eben auch die manischen Phasen, wo man das Gefühl hat, die Welt liegt einem zu Füßen und jetzt ist alles überstanden. Also es gibt Hoffnung. Und daran halte ich mich im Moment fest. Aber dass dieser Weg kein einfacher sein wird, das, ich glaube, das wissen wir alle. Aber es ist schön zu wissen, dass wir Handlungsspielraum haben und dass es darum geht, dass wir lernen, gut auf uns zu achten. Ja, ich wünsche euch ein gutes Wochenende und sende euch Licht und Liebe und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.